Auf mein Angebot, Fragen zu beantworten, schrieb mir ein Zuschauer, warum dehnt sich das Weltall aus? Wie kommt er darauf, dass ich das weiß? Ich weiß es natürlich. Man muss dazu jede elementare Wechselwirkung als einen Austausch, eine Information verstehen. Masse und Energie sind Informationen. Raum und Zeit sind die Übertragung von Informationen. Ein Photon oder ein Gravitationsquantum ist sowas wie ein Rechenschritt. Es geht allerdings nur in eine Richtung. Aus Sicht des Photons vergeht gar keine Zeit. Es existiert nur für den Außenstehenden, wegen der Relativität. In der Masse aller einzelnen Informationsübertragungen und den Entropiezuwächsen ergibt sich die anscheinend gleichmäßig ablaufende Zeit. Dass sich der Raum ausdehnt, ist also die gleiche Nachricht wie, dass die Zeit vergeht. Morgen geht's weiter.